Oh, wow. Uns geht Coke aus. Aber richtig. Ich mache hier nochmal diese Powerhouses. Wenn ich jetzt hier sage, oder beziehungsweise Tall Oil will ich haben. Warte mal, aus Tar. Hier, das wollte ich ja machen. Da brauchen wir Fluidized Bed Reactor. Dann können wir das Tall Oil in einem Powerhouse nochmal hier anschließen. Reicht das eigentlich noch mit unseren Dingern? Ja. Die Kühler, die haben noch genügend. Also der würde 30 verbrauchen, ungefähr, also 33 pro Sekunde. Der würde erzeugen 4 pro Sekunde. Warte mal, ist das überhaupt sinnvoll? Was hast du für einen Brennwert? 25. Ja, 25 stecken da drin. Oder wir müssen mal auf 100 ausrechnen. 525 Megajoule für 100 davon. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Ein Combustion Mixture und so. Das gab es doch hier irgendwo. Fuel Values. 0,1 Megajoule. Das heißt, 15 Megajoule kommen da raus. Und das sind aber die, die hier sowieso schon drin stecken. Das bringt ja überhaupt nichts. Tall Oil hat 1 Megajoule. Kann man das direkt verbrennen? Warte mal, das wären jetzt 100 Megajoule hier. Und das wird auf einmal zu 15? Nein. Ich muss jetzt davon ausgehen, dass es vom Prinzip her funktionieren würde. Also bauen wir ein Powerhouse. Das braucht genau 33 und du erzeugst 4. Das heißt, ich könnte 8 von den Dingern laufen lassen, um ein Powerhouse zu versorgen. Dafür haben wir gar nicht genügend Coke. Und wenn ich jetzt trotzdem noch mal nach dem Wert gehe, hier haben wir 25 Megajoule, stecken wir rein, bekommen 20 Megajoule hierfür wieder raus und wir bekommen bei Tar 0,2, also nochmal 6 Megajoule wieder raus. Werden 26, also 15, nee, 25 reingesteckt, 26 kriegen wir raus. Und Ammonia haben wir noch ein bisschen übrig. Copper Plates kosten natürlich auch was, also es ist jetzt kein riesiger Gewinn, den wir hier wirtschaften, aber auch kein riesiger Verlust. Ich mach mal
4 von den Dingern, also die Hälfte. Erstmal ein Powerhouse. Und dann ein Fluidized Bed Reactor. 1, 2, 3, 4. So. Warte mal, machst du nicht schon Tall Oil? Du machst das schon. Hör mal auf hier. Du machst ohnehin schon Tall Oil zu Combustion Mixture. Wo stellen wir das Tall Oil her? Irgendwo weit weg. Hier bei unseren Fiberboards. Alles klar. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen was. Dann brauchen wir also nur diese Bed Reactors. Die müssen wir hier irgendwo mit anschließen. Zwei sind schon fertig, okay. Da muss noch ein Coke-Band neben passen. Das Kupferband kann man auf der anderen Seite, das ist okay. Ah ja, und Flüssigkeiten müssen da auch noch jede Menge raus. Das ist ein bisschen eng hier. Machen wir das mal so. Das ist das. So, da müssten wir Tall Oil schon mal in die Richtung bringen. Ist das sinnvoll? Mal schauen, das ist immer so, so. Ja, das ist nicht so gut. Wo haben wir denn Tar? Das müssten wir ja auch noch mal irgendwo anschließen. Das müsste da irgendwo sein. Hier. Und ich muss das gegen dieses Kohleband hier tun. Irgendwas läuft da schief. Ich weiß noch nicht, wie ich das reparieren soll. Vielleicht haben wir einfach zu viel Kohle auch. Genau, mit dem Überfluss an Kohle muss ich nochmal mehr Coke produzieren. Das reicht nicht mit den Dingern hier. Du bist ernsthaft da verbunden? Ja, okay. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen weiter nach Süden.
setze sie hier so hin. Das Kohleband würde da genau dran vorbeilaufen, das wäre gut. Ich gehe vielleicht sogar noch einen weiter dahin. So, mal schauen. Auch da wäre es, glaube ich, ganz gut, die Tardinger dann hier so jeweils gespiegelt zu machen. Nee, dann war das Tall Oil immer an der falschen Stelle. Was also so. Ja, komm. Warte mal, du bist Tall Oil. Du könntest daran, ich könnte es jetzt auch nochmal zwei tiefer setzen. Ja. Das mache ich auch. So, auf der anderen Seite auch. Da habe ich dort. Ja, ich mache das so.
Weil es gerade zu dunkel wird, denke ich auch mal an Strom. Oh, und an Lautstärke. So. Du gehst hier rüber. Ich muss auch gleich mal gucken, haben wir eigentlich zu viel Tar? Das wäre halt auch schlecht. Auch weg hier. Ja, im Prinzip schon. Momentan jetzt gerade. Okay, da müssen wir uns gleich auch noch drum kümmern. Wir haben aber nicht zu viel Kohlgas, oder? Doch, jetzt auch wieder. Was ist denn los? Ich muss hier mal eben was machen. Und zwar High Pressure Furnaces. Erstmal vier, mal gucken. Dass wir diese Kohle hier mal wegbekommen. Ich will das Holz hier loswerden. Und hier das Ding, das muss einfach mal leer geräumt werden. Das geht hier, wird hier im Kreis gefahren. Genau, da habe ich eine Kohlekiste gemacht. Als Reserve sozusagen. Die ist aber rappelvoll. Und deshalb müssen wir hier drunter einfach nochmal weitere Dinger stellen. Das heißt, du gehst mal hier lang. Mal sehen, passt das? Wo bist du da? Fast passt es. So, erstmal. Mach die Klippe weg. Da nicht. Das, da können wir jetzt hier oben anschließen. So, dann kann ich noch einen weiteren dahin stellen. Also 5. Sammeln. Ist das auch die richtige Seite? Das ist die falsche Seite eigentlich? Da kümmere ich mich gleich drum. Das kann weg. Die Ausgabe erfolgt dann hier. Ich mache das sogar mal so. Oder? Ist das doof? Ich mach's einfach mal.
Hier wird ja Coke produziert, das geht erstmal hier in diese ganzen Kraftwerke und so weiter. Das heißt, hier kommt nur noch wenig durch. Und hier sind eigentlich schon, na doch, die fünf, die schaffen das gerade so, dass, also das Band schafft es gerade, diese fünf zu verarbeiten. Das kann man so lassen. Das heißt aber, fünf würden hier auch ein Band sein. Ich mache, ach so, genau, ich weiß, was ich mache. Wir machen das folgendermaßen. So. Dann kann er sich nämlich aussuchen, wo ist gerade Platz und da legt das hin. So, das hier hat jetzt den Vorteil, dass wir zumindest unser Holz mal vollständig auch loswerden. Was ja quasi gratis Energie ist. Nee, so rum nicht. Mal so rum. Und dann Output Priority ist left. Also vor allen Dingen hier die obere Seite jetzt belegt, damit die Greifärmchen die untere Seite dann belegen können. Das müsste sich jetzt hier entspannen. Holz müsste komplett verbraucht werden. Kriege ich da noch einen sechsten hin? Ich denke ja. Mache ich die Klippe doch noch mal weg. Hier wieder symmetrisch machen. Da. Okay, jetzt haben wir schon das erste Coke-Problem. Dass wir hier so viel Coke haben, dass wir Coke nicht wegkriegen. Das wird sich gleich aber lichten, weil diese Maschinen hier, sehen wir gerade, die zwei produzieren schon nichts mehr, weil sie keine Kohle mehr abkriegen. Abtransportiert. Jetzt muss ich noch mal gucken. F
falls hier was übrig ist. Nee, nicht falls hier was übrig ist. Sondern auf jeden Fall transportieren wir hier schon mal Zeug rüber. Damit ran. Ist so gut. Ist egal. Achso, warte mal. Kann man doch so machen. So. 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 Da lang. Das hier geht Richtung Bahnhof, wo wir auch Coke brauchen, wo halt viel abgeht. Und so stellen wir sicher, dass wir jetzt auch, dass auch diese hier mitproduzieren. Ja. Alles, was kann, produziert derzeit Coke. Hier produzieren nicht alle, weil wir das Zeug nicht loswerden. Syngas. Was ist denn hier los? Ja, die produzieren auf Hochtouren. Das reicht aber nicht. Da brauche ich doch noch zwei Powerhouses. Ja, jetzt habe ich kein Material. Eisenplatten fehlen mir. Dann habe ich genug. Dann nehmen wir erstmal noch ein paar Rohre mit. Engines habe ich auch genug. Ich habe schon wieder so viel Kram im Inventar. So, zwei Powerhouses noch, die Syngas verwursten. Aber ich war hier unten bei den Maschinen ja auch noch nicht fertig.
Das schafft jetzt der eine Arm gar nicht, ne? Naja, ich glaube, die werden hier nicht so wahnsinnig viel produzieren. Schauen wir mal. Sonst machen wir doch noch was anderes. So. 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 Input Priority Right. So. Warte mal, du brauchst 5 davon in 5 Sekunden. Das schafft ein gelber Greifarmor, glaube ich, gar nicht ganz. Ja. Müssen wir ändern. So, und dann brauchst du Kupfer. Und Kupfer kann hier irgendwie runtergeführt werden, meine ich. Das wäre hier also. 2 rechts von dem Borax. 1 rechts von dem hier. Da ist Kupfer. Und Eisen auch. Ich nimm Eisen immer mit runter. Ist egal. Bleib mal über dem Holz. Wollte ich das hier runterführen. Ja. Thank you.
Okay. Dann produzieren die hier auch schon mal Zeug. Das Ammonia müssen wir natürlich noch abführen. Habe ich das jetzt hier schon angeschlossen? Nee, ne? Das fehlt hier noch. Achso, genau, das muss ja sowieso nach rechts. Am besten. Hier lang. Also da, wo die Strommasten sind. Da. Moment, nicht da. Lass mal so rum. Okay, ein tiefer noch. Klippe im Weg, oder ich mache die Klippe weg. Nee, aber die brauchen. Die ist nicht so schlimm, die Klippe. Ich muss sowieso hier einen hochgehen. So. Komme ich da jetzt überhaupt durch? Im Prinzip ja. Was ist das überhaupt für Zeug hier? Lampen? Da wird es schwieriger durchzukommen. Mal eben sehen, da. Es würde gehen. Mal hier. Das ist ja ganz gut. So. Jetzt habe ich ganz viel komisches Zeug wieder im Inventar. Ach, ich weiß auch nicht. So, eins von den Rohren ist Ammonia. Tun wir mal so, das wäre das hier. Oh. Okay, haben wir das zumindest schon mal angeschlossen. Wir sind links aber noch nicht fertig.
So, er produziert hier schon mal. Aus Kupfer und Coke macht er Ammonia, Tar und Toll Oil. Das Toll Oil wird hier auch verarbeitet. Das eine Powerhouse reicht. Das haben wir gesehen. Diese Powerhouses hier haben alle gut zu tun und brauchen ein bisschen Unterstützung. Wobei es hier schon wieder an Coke scheitert dann. Glaube, ich mache das doch mal so hier. Die Reservekohlekiste, die lasse ich schon gerne mal da. Wenn wir mal wieder ein Blackout haben oder so. So, was machen wir jetzt hier mit dem? Können wir die direkt arbeiten lassen, das ist ohne Ventile. Brauchen Wasseranschluss. Syngas, das haben wir alles da oben. Haben wir nochmal ein Overflow Valve. Ja, da ist ständig Druck. Ich will ein bisschen Platz lassen. Da haben wir Wasser. So. Jetzt müssen wir gleich wieder anschließen. Ist das klug? Hier haben wir auch noch mal Wasser. Hier Zündgas anzuschließen, ist halt ein kleines Problem. Weil das eventuell dann alles wegfrisst. Ja. Haben wir die Dampfanschlüsse. Wenn wir da hätten wir auch noch mal. Achso, genau, das Wasser hier, das will ich gar nicht nehmen. Wenn ich das so rum mache, funktioniert es überhaupt nicht. So rum könnte, nee, könnte auch nicht gehen.
Also so rum. Auch eher blöd. Das ist furchtbar. Wie komme ich an den Dampf? Da. Am besten hier. Einmal darüber. So ist das schon mal wieder erledigt. So, jetzt haben wir auf der linken Seite Dampf. Das ist auch noch nicht super. Aber weiter nach links kann ich mit den Dingern nicht gehen. Das wäre das Tall All im Weg. Und hier sind auch Sachen im Weg. Ich darf jetzt nicht einfach irgendwelches Wasser nehmen. Ich muss das Wasser hier aus diesem Kreislauf nehmen. Dieses Wasser hier speist dann erst das ein. Das kann ich nicht machen. Also dann haben wir irgendwann alles voll, weil ich dann Dampf erzeuge aus Flusswasser sozusagen und das verstopft in mein System. Okay, machen wir erstmal hier weiter. Der Ausgang. Der würde dann hier angeschlossen werden. So. Zündgas darf ich aber nur nehmen hinter dem Ventil. Hm. Erstmal Wasser. Ich mag es nicht. Ich mag es so nicht. Warte mal, da haben wir Wasser. Genau, da, das könnte ich nehmen. Das ist noch unterirdisch frei.
dann würde ich hier einfach lang gehen, das stört keinen. Aber wenn ich jetzt hier höher gehe, dann stört es einen. Das heißt, das Syngasrohr muss da weg. Das Wasserrohr muss das da unbedingt sein. Das versorgt dich. Warte mal, das muss nicht sein. Der kann hier ein bisschen mitsaufen von unserem anderen Zeug. Wie viel verbraucht er denn? 150 in 7 Sekunden mal 3 mal 4 sind 600 in 7 Sekunden. Das sind 100 pro Sekunde. Das ist nicht so schlimm. Ist damit. Brauchen wir den nicht, den nicht, den und den nicht. So, das oben muss bleiben. Dann machen wir Syngas ein weiter nach rechts. Erstmal die Rohre dahin, dahin. So. So, so. Jetzt die Strommasten nach da. Nach da, dann passt es da wieder. Und dann brauchst du noch Coke. Achso, und Zündgas natürlich. Von. Hier geht das so lang. Muss das da lang gehen? Es kommt von weit. Oder es will nach weit weggehen. Das muss da nicht unbedingt lang. Andererseits da unten, da brauchen wir immer Syngas, also brauchen wir eine zweite Syngasleitung darunter. Machen wir aber erstmal die erste Syngasleitung, das ist hier. Das kommt weg. Die wird nur benutzt. Von hier. Hier ist auf dieser Leitung ist jetzt immer Syngas auf der rechten. Dann gehe ich damit mal ganz runter. Wie weit denn noch? Mein Gott.
Nein, Mist. Wieder Müll im Inventar. Noch mal weiter runter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das hinführen wird. Ja, das ist, wenn man so vor sich hin träumt. Okay, da unten biegt es, glaube ich, dann rechts ab. Achso, genau, das geht natürlich zu dem Boraxfeld, oder? Borax braucht bestimmt Zyngas, um abgebaut zu werden. Ja, sehr schön. Gut. Jetzt braucht ihr noch Coke, was gerade Mangelware ist. Eigentlich soll das dann so machen. Kriege ich das da durch? Theoretisch ja. Ich lasse es aber jetzt einfach mal von unten hochfahren. Produziert ja eigentlich auch noch Asche. Nee, zum Glück nicht. So, jetzt sollten sie produzieren.
Wie sieht es jetzt aus mit unserem Syngas? Wird es verbraucht? Am besten mal hier. Ne, beziehungsweise unter. Also da kann ich auch noch einmal kurz gucken. Das ist sehr gut. Dann unter P gucken bei Fluid, Syngas, eine Minute. 10.000 stellen wir her. Und 10.000 verbrauchen wir auch. Etwas mehr verbrauchen wir. Das ist ganz gut. Stellen wir auch wieder ein bisschen mehr her. Mehr verbrauchen. Achso, genau. Er macht gar nicht immer was. Weil er Wasser braucht. Guck an. Hä? Hier kommt nicht genug Wasser. Da, das kommt da aus dem Speicher. Würde man ja denken, ist genug da. Hä? Kommt es denn aus dem Speicher? Kannst du mal den Dampf abschalten, bitte? Ich würde gern was sehen. Hallo. Warte mal, da ist 1,1. Achso, das ist. Hä? Doch, der hat hier schon einen Ausgang, oder? Da kommt jetzt langsam Wasser rein. Ja, hier ist zu wenig Zulauf. Guck mal an. Hier kommt nichts mehr nach. Habe ich irgendwas abgedreht wahrscheinlich. Ihr habt genug Wasser. Und von hier habe ich irgendwas abgedreht. Produziert ihr hier noch Wasser? Nö, ihr braucht nur Wasser. Gut, dann würde ich mal sagen, dass ich das dann mal wieder verbinde. Wird hier nachgefüllt. Ja, ist gut. Ich habe irgendwie den Zufluss an Wasser hier abgeklemmt. Die laufen auch beide jetzt. Die laufen. Also 6 Stück verbrennen hier Syngas oder wandeln Syngas in Combustion Mixture um. Jetzt noch auf P gehe. Haben wir nur. Achso, ein Verbrauch von Syngas. Auch nur von 10, von 11. Ja, da spielen diese Maschinen hier wohl keine große Rolle bei dem Verbrauch. Das sind ja nur 200 in 3 Sekunden, also 70 pro Sekunde, wenn ich dann jetzt sage pro Minute. Doch, wären das 4000. Ne, warte, 100. 200 in 3 Sekunden, ja doch, sind. Oder haben die noch eine andere Geschwindigkeit hier? Crafting Speed 1. 70 sind 4000 pro Minute. Okay, jetzt geht es ein bisschen hoch. 13.000. Und wir produzieren nicht so viel nach.
was dann okay ist. Die laufen aber nicht alle. Nicht immer alle. Weil du Zeug nicht los wirst. Der bleibt hier fest stehen. Tja. Was sagt Kohlgas? 80, das ist zu viel. Wenn wir zu viel Kohlgas haben, kippen wir es weg und das ist echt schade. Muss ich jetzt ernsthaft noch mehr von diesen Anlagen bauen? Warum? Okay, du kriegst das nicht weg. Muss ich also noch mehr Powerhouses bauen? Noch zwei von den Dingern hier. Also langsam schaffen es auch hier die, die Kühlhäuser, hätte ich fast gesagt, die Kühltürme nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt noch auch nur ein Powerhouse dazu baue, dann ist die Bremse der Kühlturm. Also er ist für Wasserstoff zuständig, ja okay. Er macht auch nichts. Warum macht er jetzt wieder nichts? Jetzt macht er was. Aber eben hat er noch nichts gemacht. Das ist sein Problem. Ja, der Dampf. Okay. Er wird den Dampf nicht los. Ja, dann muss ich noch mal ein paar Kühlhäuser nachbauen. Fangen wir mal mit drei Stück an. Cooling Tower. Die müssen ja nicht da sein, die können auch hier in dem Bereich noch stehen. Hier habe ich ja sowieso Dampf und Wasser. Auf einer Seite quasi. Da sinnvoll, ja. Statoil Oil, Okay. Natürlich Rohre noch mal eben nachbauen. Oh ja, da geht's nicht. Muss ich den einen höher setzen. Nee, jetzt geht es natürlich mit unterirdisch wieder nicht mehr, weil hier noch das Tall Oil lang geht. Mist, Mist, Mist. Also noch ein weiter nach links. Ja, wir haben es gleich. Da. So. Dann kann hier der Dampf rein. Hier das Wasser raus.
Okay, kriegt ihr noch genug Wasser? Das Wasser hier sollte direkt an euch weitergehen. Ich vermute es mal. Der Dampf geht hier super weg. Hier auch. Und da oben hoffentlich auch. Ansonsten haben wir ein anderes Problem gehabt. Ne, das ist super. So, was mir auch gut gefällt, dass wir immer noch genügend Coke haben, damit diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,5, 7 Anlagen laufen. Und es würden auch noch mehr laufen. Hängt fest. Holz. Geht komplett weg. Da möchte ich noch mal eine Kleinigkeit ändern. Euch mache ich mal schnell. So, die laufen komplett, also 100%. Die laufen ja nicht ganz 100%. Da geht noch ein bisschen was mit besseren Ärmchen. Zwei von denen. Die Ärmchen machen hier nichts, ne? Wir haben keine roten Drähte, wollte ich damit sagen. So, jetzt geht hier schon die Raw Coal aus. Also mehr als 4 an ein Fließband, an ein gelbes Fließband, macht schon keinen Sinn. So, was sagt jetzt Kohlgas? Kohlgas sagt immer noch zu viel. Tar sagt auch noch zu viel. Genau, das muss ich jetzt aber trotzdem machen. Ich muss nochmal Tar in Kohlgas verwandeln. Denn die Anlagen laufen auch schon komplett durch. Das ist, dass ich das wegkippe, ist in Ordnung, das Fluggas. Dass ich das so viel wegkippe, das ist eine Tragödie. Okay, und ich sehe gerade, die laufen hier nicht komplett durch. Also ich muss jetzt nicht noch ein Gasifier, also diese 3 Gasifier, um Tar in Kohlgas zu verwandeln, das passt. Aber wir müssen noch mehr Kohlgas in Zyngas umwandeln. Jetzt hatten wir das doch oben beim Aluwerk. Kann ich das nicht noch mehr machen? Die laufen komplett, also die laufen mit Wasserstoff. Ja, was ist hier mit Wasserstoff eigentlich? Ja, die laufen hier dann langsam voll. Wenn ich jetzt hier noch mehr Kohlgas zu Strom mache, dann läuft mir Wasserstoff weg, dann muss ich Wasserstoff wegkippen. Kippe ich hier vielleicht sogar gerade Wasserstoff weg? Ja. Ja, ich bin gerade großer Energievernichter. Kein Wunder, dass wir Stromprobleme haben. Oder hatten.
Jetzt muss ich mal schauen, ist das weniger geworden? Nö. Ja, dann muss ich noch mehr Powerhouses bauen. Oder achso, genau, was ist hier mit. Der läuft auch langsam voll. Ich knipse hier mal die Dampfmaschinen temporär ab. Wir haben ja an der anderen Stelle nochmal 20 dazu gebaut, die dürften jetzt aber nicht an sein. Mal kurz gucken. Doch, der Powerschalter ist an, warum? Achso, wegen der Hysterese. Da muss jetzt erstmal hier Combustion Mixture volllaufen, damit der abschaltet. Und das sind halt 40, 80 Dampfmaschinen, die da hinten laufen. Der erzeugt auch nichts. Was ist denn hier los, ey? Na. Noch mal einen Cooling Tower vorbereiten. Der müsste doch da oben noch hinpassen. Oh, die Forschung ist fertig. Wassergetier. Und jetzt möchte ich verbessertes Eisen. Ich denke ja. Da müssen wir mal ran. Oder was brauchen wir? Können wir die Maschinen überhaupt bauen? Complex Circuit Board. Ah genau, Stainless Steel ist dabei. Das brauchen wir unbedingt. Da brauchen wir aber noch anderes Zeug vorher. Ja, ist auf jeden Fall keine schlechte Forschung. Der könnte auch höher abgegriffen werden. Einmal hier so durch. Warum machen die eigentlich nichts? Achso, jetzt werden sie das Ammonia nicht los. Das ist ja auch okay.
Aber das heißt, Rayon müsste jetzt laufen, Batterien müssten laufen, oder irre ich mich? Ich irre mich. Dir fehlt es an. Ach so, an Pflanzenfaser. Ja, das kann sein. Hier, das wird damit nicht nachkommen. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum jetzt hier die Energieversorgung sagt, nee, Leute, wir haben nichts über für unsere Auerochsen. Das ist auch okay. Pflanzenfasern sind wichtiger für das andere Zeug. Wie viele Batterien haben wir inzwischen? Ich habe die Kiste nämlich nicht beschränkt. Ich meine nicht, dass sie jetzt voll ist, das wird schon nicht passieren. Aber immerhin 1700. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. So, jetzt den Cooling Tower danach zusetzen. Nee. Was fließt durch dieses Rohr hier? Achso, das ist Tall Oil, ja, okay. Nee, nicht so. So machen. Es geht trotzdem nicht. Kein Problem. So. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie verbunden. Da hoch. Hier runter, da runter. Da geht es weiter runter. Ja, sollte verbunden sein. So. Der füllt sich langsam. Und der wird auch ein bisschen weniger. Trotzdem würde ich dann noch mal zwei Powerhouses hier bauen. Ja. Ich finde sie mal wieder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich zwei dahin bekomme. Ich könnte ja da oben noch mal hinsetzen. Wir könnten das Band hier schon mal verlängern. Ja, da ist dann gleich Schluss. Hier ist auch das Problem mit diesem Wasserrohr, was da lang geht. Das könnte ich aber, glaube ich, noch mal ändern. Das könnte ich auf die linke Seite legen. Muss es mal testen. Rohre. Ah,
Achso, ja, geht ja. Ja, geht nicht unbedingt. Der muss ja von irgendwoher noch Coke bekommen. Oh ja. Von da. Selbst die Rohre fertig sind dort zum Augenblick, dann kann das aber schon mal weg. Das da anschließen. Unsere Anlage ist jetzt ja wieder im Halbschlaf, also mit 90 Megawatt. Das bleibt ja nicht so. Sobald die dann mal wieder 150 Megawatt verbraucht, ist die Gefahr halt wieder, dass wir Stromprobleme bekommen. Deshalb muss ich jetzt hier halt ein paar Sachen vorbereiten. So. Nicht damit wir keine Probleme kriegen, die kriegen wir so oder so, aber nicht so früh. Weiß nicht. Wo ist jetzt Wasser? Wasser ist da. Müsste dahin. Und dahin. So, der. Hier hoch. Da hoch. So. Jetzt kriegt er Coke von da oben. Trotzdem noch ein Problem. Es geht so. Ja, ist doch noch ein Problem. Nee, achso, das kann ich genauso lösen wie bei dem anderen auch mit dem roten Ärmchen. Hier. Ob man da später nochmal durchsteigt, dass hier der sich dann hier das Coke schnappt.